Er ist unterwegs und versucht sich nichts anmerken zu lassen. Eng getaktet, Wahlkampfveranstaltungen, Regierungstermine wie hier in einer Einsatzzentrale, ein Treffen mit demokratischen Gouverneuren heute Abend. Biden spult sein Programm ab. Die Diskussionen nach seinem Auftritt bei der Präsidentschaftsdebatte werden hitziger. Von ranghohen Demokraten kommt weiterhin Unterstützung. Joe Biden ist unser Kandidat. Wir haben Trump einmal geschlagen, wir werden es wieder schaffen. Punkt. Doch erste Abgeordnete äußern öffentlich Kritik. Wir brauchen den aussichtsreichsten Kandidaten und das ist nicht Joe Biden. Ich war schockiert von seinem Auftritt. Bei einer privaten Spendengala erklärt Biden seine Aussetzer mit vielen Auslandsreisen kurz vor der Debatte, etwa zu den D-Day-Feierlichkeiten nach Frankreich und kurz darauf zum G7-Gipfel nach Italien. Er räumt ein: Ich habe nicht auf den Rat meines Stabes gehört und dann bin ich fast auf der Bühne eingeschlafen. Das ist keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. Während Großspender der Demokratischen Partei zunehmend nervöser werden, versucht das Weiße Haus zu beruhigen. Er hatte eine Erkältung und einen schlechten Abend. Das war ein Einzelfall. Der Druck auf das Weiße Haus steigt. Nur Joe Biden allein weiß vermutlich, wie es jetzt weitergeht. Sein Umfeld und das Weiße Haus dementieren Rückzugspläne vehement. Doch sollte er seine Kandidatur tatsächlich zurückziehen, müsste er das eigentlich spätestens am Parteitag der Demokraten Mitte August in Chicago tun. Das politische Risiko eines solchen Unterfangens ist allerdings überhaupt nicht absehbar.